Hallo zu On The Grid, Claudio Schießel mein Name. Heute Folge 187. Ja, so weit sind wir schon. Und heute geht es einmal mehr um die identitäre Bewegung. Am Telefon Roman Möseneder. Wir hatten ihn schon einmal im Gespräch. Hallo, Roman. Wie geht's dir? Wie war der gestrige Einsatz bei der Demonstration in Wien? Was hast du dort erlebt? Mir geht es sehr gut. Die Demonstrationen sind gestern eigentlich mehr oder weniger friedlich verlaufen. Ich habe mir beide Seiten angeschaut, sowohl die Kundgebung der Identitären, die im Justizministerium stattgefunden hatte, und die Gegendemonstration von linker Seite. Dort wurden mehrere angemeldet, die sich dann zu einer zusammengeschlossen hatten. Eine ist nämlich vom Parlament aus gestartet und eine von der Hauptuni in Wien. Und dann in der Nähe, also dem nächstmöglichen Punkt zu den Identitären, ist diese Kundgebung dann gestoppt, und da, also damit man in Hörweite auch war. Es gab nämlich eine größere Sperrzone von polizeilicher Seite, um Probleme zu vermeiden. Es verlief eben, wie bereits anfangs erwähnt, ziemlich friedlich, bis auf, nachdem beide Demonstrationen, beide Kundgebungen bereits aufgelöst waren, formierte sich noch ein Gegenprotest auf gegenüberliegender Seite, auch an der Sperrzone. Und laut Polizei-Infos wurde ein Polizist mit Gegenständen beworfen, aber das war auch das einzige Vorkommnis. Das heißt, im Gegensatz zu einer anderen Demo schon vor längerer Zeit, wo die Identitären tatsächlich auch marschiert sind und nicht nur eine Standkundgebung abgehalten hatten, wo es ja zu stärkeren Auseinandersetzungen kam, verlief diesmal eigentlich alles ziemlich ruhig, und beide Seiten konnten ihre Punkte darlegen ohne irgendwelche Vorkommnisse. Von der Größenordnung, da hat es ja unterschiedliche Medienberichte gegeben. Wie viele Leute waren da von der Polizei, von den Identitären und von den Gegendemonstranten, also der Offensive gegen rechts, Also anwesend? für mich immer sehr schwer zu schätzen. Es ist einmal zumindest definitiv zu sagen, dass auf Gegenseite, also in der Gegenkundgebung, definitiv mehr Leute auch waren. Diese war auch lauter, die Demo, also hat man auch lauter gehört. Auch wenn man gerade bei der Kundgebung der Identitären gestanden ist, auch die Anzahl der Polizisten schwer zu schätzen. Es gab diese Angabe von 800 Polizisten, aber da muss man vorsichtig sein, weil diese wurden eben aufgeteilt auf die verschiedenen Kundgebungen. Nebenbei gab es noch eine weitere Kundgebung zu einem völlig anderen Thema und ein Fußballspiel in Wien. Und darauf waren diese 800 Polizisten also in ganz Wien im Einsatz, weil fälschlicherweise auch behauptet wurde, diese waren bei der Kundgebung der Identitären. Das war so nicht der Fall. Die genaue Anzahl der Polizisten ist nicht zu schätzen. Es war zumindest kein sehr kleines Aufgebot, aber auch meines Erachtens nach nicht ungewöhnlich viele. Es hält sich im Rahmen, und bei den Identitären würde ich schätzen zwischen 150 bis 200 Teilnehmer auf der Kundgebung. Das hört sich schon mal gut, soweit so gut an. Laut Medienberichten waren es 150 bis 300 in der Größenordnung, wie du es auch schätzt. Und bei den Identitären und was ich gelesen habe, zwischen 1000 und 2000, also ein Vielfaches von dem, was die Identitären aufgebracht haben bei der Offensive gegen rechts. Eine kleine Info dazu nur kurz. Der Roma kennt wahrscheinlich die Regel eh. Bei Demonstrationen schauen Organisatoren oft auf folgende Formel zurück, um sich medial zu präsentieren. Das heißt, jeder Demonstrant wird zweimal gezählt. Jeder Demonstrant hat nämlich zwei Beine. Und das heißt, wenn da 150 Leute waren, dann sind es gerne mal 300. Und wenn jetzt das Ergebnis 120 wäre, mal 2, dann sind es halt 240, und dann rundet man halt es oft auf die Zahl hinauf, die man gerne opportun hat, oder man verdoppelt noch einmal den Multiplikationsfaktor um noch einmal 2, und so kommt man gerne mal auf 1000 Leute, obwohl vielleicht 400 da waren. Also nur so an der Stelle. Kurze Frage nur zu deiner Person, nur dazwischen. Du hast früher
Also du bist ja eigentlich freier Journalist unter anderem und hast früher für die Zeit und Weiß geschrieben, jetzt für den Wochenblick. Gibt es dafür Kritik? Kommt davon, von welcher Seite. Also linker Seite gefällt das natürlich nicht sehr. Ich merke es auch auf Demonstrationen oder bekannte Antifa-Journalisten, die sich dort herumtreiben, die dann falsche Informationen verbreiten. Wir auch gestern, also wir sprechen gerade am Tag nach der Demonstration am Palmsonntag. Und gestern aus der heutigen Sicht gab es falsche Informationen eben rund um die Demonstration zu meiner Person, als würde ich in einem Rednerbereich stehen und auftreten. Das ist natürlich falsch. Das wird eben oftmals leider aus Antifa-Sicht von den bekannten Aktivisten, die sich eben als Journalisten ausgeben, versucht darzustellen, als wären alle, die nicht fürs linke Lager schreiben, automatisch irgendwie bei der IB dabei oder wären dort Aktivisten. Das ist natürlich falsch. Die Kritik ansonsten aus anderen Lagern hält sich in Grenzen, weil es die meisten Leute eben nicht interessiert. Nur natürlich den direkten politischen Gegner, um das so auszuformulieren. Wobei, das hast du ja auch vorher gesagt, es wurde ja auch dir vorgeworfen von verschiedenen Personen auf Twitter, also wie du es formuliert hast, Antifa-Journalisten, die gemeint haben, du wärst mit einer rechten Gruppe aus Salzburg angereist. Genau, da gab es einen Tweet dazu, wo er meinte, ich wäre mit dem Aktivisten Sebastian, der eben auch gesprochen hatte, angereist, was völliger Schwachsinn ist, weil ich ganz alleine vormittags angereist bin, via Bahn. Und ich weiß nicht, also solche Sachen werden sich eben einfach aus den Fingern gezogen, und als ich den bekannten Antifaschisten darauf angesprochen hatte, warum er falsche Informationen verbreitet, meinte er, ich soll ihn nicht nerven, hat aber dann später das zumindest ein wenig klargestellt und geschrieben, dass laut meinen Informationen ich alleine angereist bin, wie es auch war, aber hat dann noch zumindest ironisch hinzugefügt, ja, die örtliche Übereinstimmung war sicher nur Zufall. Das heißt, er schließt darauf, ich war in der Nähe der Kundgebung, der Aktivist war in der Nähe der Kundgebung, ist gleich, wir sind gleichzeitig angereist, was natürlich unklug ist. Ja, gut. Möchtest du auch sagen, wer das gesagt hat? Na, das war dieser Twitter-Account, der @kollektivc heißt, also das ist ein bekanntes Kollektiv, die immer irgendwelche Antifa, also journalistischen Inhalte aus Antifa-Sicht produzieren, um das so rauszubringen. Die treiben sich auf Demonstrationen rum und ja, schreiben auch gerne mal gegen die Polizei, und er ist halt ein bekannter Aktivist und sozusagen aus Deutschland. Ihre Sachen sind bekannt, werde ich oder will ich natürlich nicht äußern irgendwie, und darum geht es auch nicht. Soll er machen, und meines Erachtens nach sollte er keine Falschnachrichten verbreiten, und den Rest kann er gerne machen, und er hat auch keine weiteren Probleme auf dieser, zumindest was ich mitbekommen hatte, auf der Kundgebung bekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass mal Ordner versucht haben, ihn bitten zu gehen. Weiteres ist mir nicht aufgefallen. Kann auch sein, dass ich etwas nicht gesehen habe, aber zumindest konnte er ganz normal davon innen berichten, obwohl natürlich bekannt war, dass er nicht einem, ja, sagen wir, normalen Medium angehört. Ja, kurze Info nur, auch das ist ein Teil der Außenkommunikation in der heutigen Zeit. Sowohl auf rechter als auch auf linker Seite gibt es halt diverse Medien oder Personengruppen, die sich als Medien bezeichnen, die dann eine Direktbeobachtung vor Ort durchführen. Früher hat man auch dazu Feindaufklärung gesagt, aber das ist ein anderer Begriff. Aber das muss man halt auch so sehen, weil bis zu einem gewissen Grad ist das, was hier betrieben wird, Aufklärung im Sinne von Spionagetätigkeiten, was jetzt aber keine Verurteilung sein soll, sondern einfach nur eine Terminus technicus Feststellung wäre. Zur Demo selber, wann hat die gestern genau stattgefunden? Wie lange hat sie gedauert? Wie ist dann eben der Endverlauf gewesen? Also, die Demonstration hat von den Identitären offiziell hätte sie um 16 Uhr starten sollen. Es wurde dann ungefähr auf 16:15 Uhr, 16:20 Uhr verlegt, weil eben noch Personen gefehlt hatten, also aus den drei Identitären, die noch benötigt waren. Also, ich glaube auch als Ordner beispielsweise.
Zumindest wurde dort noch gewartet auf bekannte Aktivisten. Eben dann gegen 16:30 startete die Kundgebung mit verschiedenen Reden, während die Gegenkundgebung vor der Hauptuni um 14:30 gestartet hat, wenn diese dann eben losgezogen ist. Ich würde schätzen, die Kundgebung der Identitären, ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut, aber ich hätte geschätzt, auf circa 1,5 Stunden dürfte es gedauert haben, bis höchstens 2. Also ich würde sagen, höchstens bis 8 Uhr. 8:15 irgendwie um die Richtung, und dann wurde eben kollektiv mit einem mit der U-Bahn noch in ein Gasthaus gefahren, wo sich die Leute getroffen hatten und zumindest ein Teil, wie ich weiß, gemeinsam gegessen und Tränke konsumiert hatten. Martin Zellner, das habe ich auf Twitter mitbekommen, ist zu einem anderen Ort gereist, auch mit Polizeischutz. Eben, da gab es auch was, wo die Wiener Linien, wo jemand die Wiener Linien gefragt hatte, warum muss dieser Hund keinen Beißkorb tragen, wo sie Martin Zellner als Hund bezeichneten. Und die Wiener Linien antworteten mit, bei uns muss jeder Hund Beißkorb tragen, was ich auch ziemlich fraglich finde. Aber zum Punkt, er ist woanders hingereist, auch mit Polizeischutz, ich weiß nicht wohin. Auf jeden Fall haben ihn Beamte begleitet, war wohl nötig, eben weil auch bekannte Antifas im Zug mitgefahren sind und wollten fotografieren etc. Während andere Demonstranten auch kollektiv eben in einer U-Bahn-Station geleitet wurden, auch mit Polizeischutz. Und du hast dann gesagt, dieser Polizeischutz war einerseits bei der U-Bahn-Station gegeben, ich nehme an, das war Volkstheater oder sowas? Möglich, ich bin ja nicht ortskundig in Wien, aber macht am meisten Sinn, ich glaube, es erfolgt also. Ja, ohne mich da jetzt besser darzustellen, aber ich habe früher sehr lange am Spittelberg gewohnt, also das war meine erste U-Bahn-Station, kennt auch die Gegend dort ein bisschen. Gut, das heißt, du hast gesagt, es hat dann einen Sonderzug gegeben und der hat dann die Identitären zum Praterstern gebracht, das heißt, sie müssten zumindest einmal umgestiegen sein, sofern das technisch nicht anders möglich wäre. Stephansplatz. Ich glaube, das ist richtig, es gab einen Sonderzug und ich glaube, der war eben das auch aus sicherheitstechnischen Gründen wichtig, weil ansonsten, wenn die ganzen Leute sich aufgelöst hätten und in Kleingruppen von dannen gezogen wären, es wäre die Gefahr, glaube ich, zu groß, dass es wirklich irgendwelche Übergriffe gibt, weil sie eben um die Ausgänge Antifas formiert hatten und Zellner eben ist er sogar durchgegangen und wurde laut Informationen auch von antifaschistischen Seite halt angegangen, wie sie es genannt hatten. Es wurde zum Praterstern gefahren und da eben gab es dann einen Fußmarsch zu einem Lokal, welches ich nicht näher nennen werde, um irgendwelche Übergriffe oder Angriffe auf das ausschließen zu können. Ja, ist klar. Ich habe eine mögliche Meinung, aber das reden wir dann privat nur aus. Übrigens, so entsteht sozusagen die journalistische Schweigepflicht, aber das ist eine andere Geschichte. Wir müssen ja auch eine gewisse Sicherheit garantieren. Zum Sonderzug nur eins, wenn du sagst, der ist am Volkstheater weggefahren, dann ist er eben bis zum Stephansplatz gefahren worden, weil das ist U3 und dann vom Stephansplatz zum Praterstern fährt die U1, das heißt, dort hätte man umsteigen müssen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, nur um das nochmal den auch nicht ortskundigen Zuschauern in Wien nochmal näher zu erklären. Aber bist du dir wirklich sicher, dass es ein Sonderzug war? Ja. Okay, dann fragen wir mal die Wiener Linien, was die dazu sagen. Vor allem, weil natürlich die Frage ist, Samstag, Nachmittag, ja, ist doch einiges los. Kann schon sein, dass da auch dann, also wer dann die Kosten trägt, aber wir wissen ja laut ZIP 2, dass die Identitären eine sehr reiche Bewegung sind. Ich glaube, also ich gehe davon aus, dass es, also ich bin, das sind keine jetzt irgendwelche verifizierten Informationen, aber ich gehe davon aus, dass es auch eigentlich von polizeilicher Seite auch so induziert werde. Zumindest, dass es diesen Sonderzug gab, weil einfach dem das Sicherheitsproblem, das hat gegeben. Zumindest, glaube ich, sind sie nicht böse, wenn sie die Leute einfach nur in die U-Bahn stecken können. Und ja, es war ein Sonderzug. Ich halte beides für möglich, dass die Identitären das
Zahlen, aber ich halte es eben auch für möglich, dass es eben, wenn beispielsweise die Polizei sagen würde, das wäre sicherheitstechnisch nötig, um die Kundgebung durchführen zu können und nicht und zu untersagen, dann ist das wieder natürlich was anderes. Ist klar. Zur Antifa-Demo noch, hast du dort auch was beobachten können? Warst du auch dort? Hast du dir das angeschaut? Ich habe es angeschaut, aber nicht wirklich irgendwelche relevanten Sachen beobachten können. Okay, das ist schon mal ein sehr vernichtendes Urteil. Nur noch mal kurz zur Erklärung, die Antifa-Demo war wie weit entfernt und wo? Die sind dann, ich glaube, was dürften es gewesen sein, die sind dann nämlich ehestmöglich stehen geblieben bei der Demo, bei der Kundgebung der Identitären. Das dürften, weiß nicht, 100, 150 Meter dann gewesen sein. Da war dann auch der Abschluss der Antifa-Demo, damit eben... Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke. Okay, also von der Hauptuni weg, wahrscheinlich irgendwo beim Parlament vorbei und dann halt Richtung Schmerlingplatz. Ja. Okay. Gut, dann haben wir das. Abschließend, wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen über die mögliche Einschätzung der aktuellen Debatte Identitäre Bewegung an sich gesprochen. Wo sind da deiner Meinung nach sozusagen die Tretminen versteckt? Wo glaubst du, ist diese Debatte jetzt angekommen und was können wir uns davon noch erwarten? Also ich tue mir da ganz schwer jetzt wirklich so zu sagen, wo die Debatte angekommen ist und was uns noch erwarten wird. Wir haben in letzter Zeit, es sind zumindest meines Erachtens auch Sachen aufgekommen, die ich mir nie erwartet hätte, beispielsweise. Das heißt, ich traue mir da fast nicht wirklich irgendeinen Tipp abzugeben, einfach weil es kann alles passieren und ich bin mir auch nicht sicher, in welche Richtung es jetzt genau gehen wird. Ich halte alles für möglich. Ich halte es für möglich, dass das mit der Zeit wieder verstummt. Ich halte es für möglich, dass es wirklich dann ein Verbotsverfahren gibt. Ich halte tatsächlich alles für möglich und ich lasse mich da mal überraschen. Also einerseits, du meinst, dass das sozusagen versiegen könnte. Du meinst, dass das eventuell in Richtung eines Verbotsverfahrens läuft und das, was ja zumindest Martin Sellner auch schon angesprochen hat, du hast das jetzt nicht gesagt, aber ich spreche es dafür an, die Möglichkeit einer Liste Lambda oder einer eigenen IB-Partei, die steht ja derzeit auch im Raum. Wüsste ich beispielsweise nichts davon, aber ich halte auch alles für möglich. Ja, es hat da vor kurzem mal ein Video von Sellner gegeben, wo er etwas in die Richtung angesprochen hat und er hat auch das Video als Liste Lambda bezeichnet. Gut, dann werden wir mal sehen, vor allem wie das Verhältnis FPÖ und Identitäre weitergehen wird. Glaubst du, dass man da noch einiges erwarten kann? Schwierig, also es gab, was ich gesehen habe, es gab Unmut von beiden Seiten und ich sage auch von Ihrer Seite Sachen, die über die FPÖ gesagt wurden, die ich jetzt nicht akzeptabel sind, aber auch, finde ich, von freiheitlicher Seite gab es zumindest in manchen Ortsgruppen einige Aussagen, die ich zumindest skurril finde. Ich finde, es sollten mal die Geschütze nicht runtergefahren werden und wieder darauf konzentriert werden, tatsächlich die Themen, wofür die Parteien oder die Bewegung stehen, weiterzuführen und diese weiter zu bearbeiten, anstatt sich gegenseitig zu bekriegen. Abschließend, es gibt derzeit auch einen weiteren Kampf, nämlich InfoDirekt, Wochenblick spielt da glaube ich auch eine Rolle und Unzensuriert, die hier durchaus in Richtung FPÖ arbeiten und sagen, das Verhältnis sollte nicht so negativ zwischen FPÖ und IB sein. Was kannst du da beobachten und inwiefern spielen diese Medien im Aufbau einer alternativen Medienszene eine Rolle bei der Meinungsdebatte, bei der Meinungsbildung? Ich glaube schon, dass sie eine Rolle spielen. Es gibt ja das Konzept der Mosaikrechten. Dazu zählen nicht nur irgendwelche Parteien, sondern auch Institutionen, Medien und metapolitische Bewegungen. Eben ist auch die Linke schon seit Jahren gut
gemacht hat und gut aufgebaut hat. Und ich glaube also schon, dass diese Medien eine Rolle spielen. Nur Linke haben es geschafft, dass sie nicht zu alternativen Medien machen, sondern zu den Haupt- und Mainstream-Medien. Und eben von rechter Seite baut sich das eben erst langsam zu alternativen Medien auf. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ist natürlich immer fraglich, inwiefern, also es hat natürlich einen Platz in der Medienlandschaft, trotzdem will ich nicht, dass es nur noch linke oder nur noch rechte Medien gibt, um das auch klar zu sagen, weil es die Frage auch schon oft gab, sondern auch irgendwas Neutraleres, was Neutraleres in der Mitte, weil ich will nicht mir verschiedene Sachen in den Topf werfen und mir dann rausziehen, was könnte das Richtige sein. Was aber auch noch anzumerken ist, fälschlicherweise wird oft behauptet, ja, linke Medien würden nur Falschnachrichten für Linke schreiben und rechte Falschnachrichten für Rechte. Das ist nicht so, ich sag, die Themensetzung ist einfach eine andere. Wenn sich alternative Medien beispielsweise mehr auf Migration konzentrieren und dann andere linke Medien eben mehr beispielsweise auf irgendwelche antikapitalistische Geschichten, gibt es da ein anderes Agenda-Setting, aber jetzt nicht unbedingt welche Falschnachrichten, um das eben auch nochmal klarzustellen, wie das oft behauptet wird, dass das alles nach Fake News Plattformen werden. Das ist wichtig, das zu sagen. Und wenn es auch so beibehalten wird, dass es nicht irgendwie verkommt und nur noch zu Falschnachrichten schleudern, dann wird das weiterhin einen großen Teil in den verschiedenen politischen Szenen spielen, bin ich mir sicher. Das Verhältnis jetzt zwischen den einzelnen Medien, auch mit der B-Geschichte, kann ich so nicht sagen. Dafür habe ich auch zu wenig Einblick und mir irgendwie ein Bild machen zu können. Ja, ich habe das auch in den letzten Tagen zu unserer Medienseite nicht so wirklich mehr verfolgt, weil es mich schon langsam einfach langweilt. Das ist so, es kommt irgendwie mit der Zeit auf ein Brexit-Niveau. Ja, I know what you mean. Ich meine, wie gesagt, ich kenne diese Geschichten und ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich habe letztens mal sogar von einem Leser von uns die Info bekommen, habe es aber dann nicht auf deiner Website, also auf deinem Twitter-Account gefunden. Da wurde unser Interview aus dem letzten Sommer von irgendjemandem mit, ich sage mal, linken politischen Hintergrund so wahrgenommen, dass Inside Politics ein rechtes Medium wäre oder so, oder dass wir ein IB-nice Medium darstellen würden. Das hast du dann, glaube ich, korrigiert. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Das hat sie gewundert, dass deine Farbe bei On the Grid, dass da was Gelbes war, und dann haben sie das sofort die IB zugerechnet, sehr spannend. Kleiner Hinweis nur dazu. Ja, es gibt auf Inside Politics auf YouTube ein Logo, das hat Rot-Weiß-Rot. So, ja, Rot-Weiß-Rot wird halt gerne auch von patriotischen Gruppen genutzt. Und Schwarz-Gelb, das ist eine Farbenkombination, die historische Gründe auf das historische Österreich quasi zulässt. Wir haben das sowohl aus diesen historischen Gründen als auch von der Signalwirkung, weil Schwarz und Gelb einfach eine tolle Achtung Signalwirkung hat, genommen. Und das hat sozusagen in dem Sinn nicht unbedingt einen politischen Hintergrund, muss man an der Stelle auch sagen. Gut, dann hoffe ich einmal, dass es in nächster Zeit wieder mehr von dir zu lesen gibt. Für wen schreibst du eigentlich noch und für wen bist du noch aktiv? Naja, ich bin eben zumindest frei beim Wochenblick. Da kam jetzt schon eine Zeit lang nichts mehr, eben auch aus anderen, privaten Gründen, also auch abseits des Journalismus. Es gab andere Dinge zu tun. Es gab Sachen mit der Jugendpresse zu tun, die ich lösen musste, und da war die Zeit knapp. Aber es ist davon ausgegangen, mehr von mir zu lesen gibt, und vor allem dann in der Sommerzeit, da erwartet uns allen noch eine spannende Zeit, und es gibt sicher mehr Veröffentlichungen von mir und hoffentlich einen Aufschrei in der linken Twitteria, aber da will ich noch nicht mehr dazu sagen, das kommt noch alles. Also wenn du jetzt auch noch ein Buch schreiben anfängst, dann mache ich einen Verlag auf.
So, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch. An dieser Stelle beende ich jetzt die Aufnahme und wünsche noch einen schönen Sonntag und natürlich auch gleich einmal im Vorfeld ein frohes Osterfest. Du kannst noch was sagen, wenn du willst. Danke, nein, also es ist alles gesagt. Dankeschön für die Einladung, wie immer. Und auch von meiner Seite natürlich dann ein schönes Osterfest. Danke.